Hallo und herzlich willkommen zurück zum Lambda-Kalkül der theoretischen Informatik. Ja, dieses Mal machen wir die Beta-Reduktion. Nach Alpha kommt logischerweise Beta. Und ja, die kennt ihr eigentlich schon. Also, ihr habt dieses Mal wirklich nicht so viel, was ihr noch verstehen müsst. Das ist das Tolle. Das nicht so Tolle ist, dass ich euch zeigen muss, was für Arten man denn oder was für Möglichkeiten man hat, um diese Beta-Reduktion durchzuführen. Ja, also fangen wir einfach mal an. Wir sagen hier, wir haben Lambda x Punkt x und das ist jetzt, ups, das ist ein relativ leichter Term, muss ich gestehen, natürlich. Aber was wir hier jetzt noch machen, wir setzen einen anderen Term rein. Und zwar, nein, das war schon wieder das Falsche. Und sobald ich den falschen Dings eingib, zerstört mir meine Schriftart, merke ich gerade. Das ist echt traurig. Okay, und sagen Lambda x Punkt Punkt Lambda Y Punkt X mal Y, den Term kennen wir auch schon, der multipliziert zwei Zahlen miteinander. Und theoretisch wäre das jetzt hier ja einfach Lambda, ja, theoretisch wäre das jetzt einfach Lambda X, Lambda Y XY. Aber ich sag einfach mal, dieses Mal kennen wir, denn sonst wird es echt ein bisschen umständlich. Und ja, dann sagen wir hier einfach nochmal Lambda Z Punkt Lambda X Punkt X und das Ganze. So, ihr seht, es wird umständlich mit den Klammern. Das Problem ist, bei Klammern muss man wirklich zählen. Also die Klammern sind verdammt wichtig im Lambda-Kalkül. Ohne die Klammern schafft man es einfach nicht. Mit den Klammern wird es umständlich und man hat Schwierigkeiten, das alles zu lesen. Ja, ich würde euch halt wirklich empfehlen. Ach, was sage ich eigentlich? Naja, man kann nichts machen, außer die Klammern wirklich zu zählen. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr könnt euch jetzt vielleicht mit mir noch zusammen orientieren. Der Teil hier gehört zusammen, das hier gehört zusammen, das hier gehört zusammen und der Teil hier vorne gehört zusammen. So, jetzt zunächst mal die volle Beta-Reduktion bedeutet, wir können jeden Redex jederzeit reduzieren. Okay, was bedeutet erstmal reduzieren? Naja, reduzieren bedeutet, wir setzen ein. Also wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe, das ist echt. Ja. Gut, wir sagen hier, erstmal können wir diesen Redex hier vorne reduzieren, wir können aber auch den hier reduzieren. Und Redex ist alles, was ein Lambda hat. Also hier können wir Lambda x, können wir hier einsetzen. Also wir müssen immer ganz, ganz links an der Klammer anfangen. Wenn wir hier Lambda y ersetzen wollen, müssen wir vorher Lambda x ersetzen. Das ist das Problem an der Sache. Gut, wir werden auch gleich sehen, warum. Wir haben die Möglichkeit, also hier Lambda x Punkt x zu ersetzen. Wir haben hier die Möglichkeit, in Lambda z das z zu ersetzen. Wir haben hier die Möglichkeit, in Lambda x Punkt x zu ersetzen. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch dieses Lambda x Punkt x zu ersetzen. Was das Ganze jeweils für Auswirkungen hat, zeige ich euch sofort. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier hinten an mit dem. So, ich kopiere die ganze Zeile einfach mal hier runter und setze dann in diesem Lambda x Punkt x ein. Naja, Lambda x Punkt x ist ein Ausdruck, quasi f von x gleich x steht hier, ja? Wobei f eine anonyme Funktion ist. Naja gut, wenn ich f von x gleich x habe, dann passiert Folgendes. Ich habe hier, wenn ich das einsetze, steht einfach nur z da. Also ich muss ja immer die Variable hinten dran muss ich einsetzen. Das hatten wir ja schon. Gut, das heißt, hier steht einfach Lambda z von hier vorne, Punkt, und hier, wenn ich hier das Z einsetze, steht da einfach nur Z. Also sowas steht dann da. Okay. So, das wäre das erste, was ich reduziert habe. Jetzt reduziere ich das nächste. Und das geht dann halt immer so weiter. Also ich kopiere den Teil hier wieder, sucht euch aus, was wollen wir ersetzen. Naja, wieso machen wir nicht hier drin einfach weiter? Wir fangen an. Okay, wir müssen ganz links den Term ersetzen, also Lambda x Punkt dem Teil hier. Das ist der Term und dann steht hier hinten dran die Variable, die eingesetzt wird. Also nehme ich dieses Lambda z.z
Das ist dann wirklich auch nur die ganze Variable. Also ich habe dann tatsächlich ein Lambda z.z als Variable. Schneide es hier aus, setze es für x ein und lösche vorne, die Klammer brauchen wir noch, das Lambda x. So, jetzt steht hier Lambda y. Lambda z.z mal y. Naja gut, das bleibt dann halt so stehen. Ja, das ist dann halt auch immer noch eine Funktion, aber ja gut. Hier kennen wir ja schon dieses Lambda x.x, das ist ja quasi dasselbe, was hier steht. Das macht einfach nichts anderes, wie für dieses x setzen wir das ganze Ding hier ein. Also nehmen wir das alles, schneiden es aus, löschen das x hier und löschen das Lambda x, was dazugehört, und setzen das hier ein. Dann können wir aber gleich noch die Klammern löschen. Ups, nicht das ist gleich die Klammer, bitte. Und die hier können wir dann logischerweise auch löschen, weil wir keine mehr haben. So, und dann bleibt es einfach hier so stehen. Und das war es dann tatsächlich auch schon mit der vollen Beta-Reduktion. Wenn ich jetzt hier diesen Ausdruck habe, dann ist es eine Funktion, die zwei Variablen nimmt, nämlich ein y und ein z. Ja, zuerst mal brauchen wir das y. Das setzen wir dann hier ein und dann steht hier noch ein Lambda z und dann können wir das z hier einsetzen. Dann steht am Schluss quasi z mal y da. Macht nichts anderes wie zwei Zahlen zu multiplizieren. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich wollte euch zeigen, wie man das Ganze reduziert. Also die Moral von der Geschichte ist, wir können das Ganze überall einsetzen, wo wir es wollen. Also wir haben hier zunächst einmal damit angefangen, haben das hier ersetzt mit dem. Ich markiere das hier auch gerade mal rot. So, Lambda x.x mit z ersetzt, dann kam das hier raus. Und dann haben wir hier den Teil ersetzt. Das war die dazugehörige Variable. Und wir haben das hier eingesetzt. Und dann haben wir hier unten. Ach, das haben wir gleich noch in einem Schritt gemacht. Okay. Und dann haben wir hier unten eben dieses Lambda x.x gemacht und haben den ganzen Teil hier eingesetzt dafür. Und ihr seht, der Teil, den man einsetzt, der kann so lang sein, wie man möchte. Also da kann wirklich mal eine richtige Wurst dran stecken. Ja. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und das war's auch schon wieder. Nächstes Mal geht's weiter mit dem, na, mal schauen, was ich da mache. Call by Value oder sowas. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.